Hallo und herzlich willkommen zum fünften und letzten Part meiner Gameplay-Demo, meines Demo-Gameplays von FIFA 13. Ich habe ja im letzten Part gesagt, das ist meine letzte Partie und so wird es dann auch sein, da ich mir gedacht habe, ja, fünf Parts reichen ja erstmal, was brauchst du da mehr, das sind ja eh immer nur die gleichen Teams. Und dann machst du lieber mal noch ein paar Tage mit FIFA 12 weiter und kannst dann ja, sobald FIFA 13 dann richtig erscheint, mit FIFA 13 weitermachen, beziehungsweise anfangen. Ja, gut, jetzt gehen wir erstmal ein Team suchen. Wen holen wir denn diesmal? Habe ich überhaupt schon mit irgendjemandem nicht gespielt? Ich glaube, ich spiele einfach mal noch zum Ende hin mit einer deutschen Mannschaft, mit Borussia Dortmund und... mit AC Mailand habe ich noch nicht gespielt. Dann spiele ich mit dem AC Mailand gegen Dortmund, genau. Gut. Ja, ich glaube, ich habe noch nicht mit Mailand gespielt. Ich bin mir nicht sicher. So, Spieleinstellungen, ein Teammanagement brauchen wir. Doch, natürlich habe ich schon mit Mailand gespielt. Ich habe ja El Shaarawy aufgestellt gehabt. Oh, egal. Was soll's. So, jetzt... Oh, was habe ich denn jetzt Schluck auf? Was soll denn das? Das passt so. Naja, das reicht. So, das können wir alles so lassen. Ansonsten brauche ich hier keinen mehr reinzubringen. Das reicht jetzt erstmal. Wir wollen ja jetzt nicht zu viel Zeit darauf verschwenden. Jetzt machen wir das hier erstmal. Und jetzt habe ich... Nein. Ah, nochmal. Boah! Das klappt doch sonst so leicht. Siehst du, geht doch. Zu fest. Juhu! Zu hoch, das gibt's doch nicht. Nein, Latte! Oh, das gibt's doch nicht. Egal. Auf geht's in die Partie. AC Mailand gegen Borussia Dortmund. Ich hoffe, ich habe im letzten Spiel nicht auch gegen Borussia Dortmund gespielt, aber ist ja auch Wurst. Antonini läuft hier direkt volle Kanne durch, aber verliert dann den Ball. Toll. Das bringt mir jetzt gar nichts. Blaschikowski rauf Reus. Blaschikowski. Komm jetzt, Kuba. Ah, raus aus der Mitte, genau. Ja, im dritten Part wird euch wahrscheinlich aufgefallen sein, da habe ich ein bisschen... Was war das für ein Trick? Da habe ich ein bisschen viel geredet, und zwar bezüglich normalen Kommentars. Also ich habe quasi versucht zu kommentieren wie so ein TV-Kommentator, aber naja, ob das wirklich geklappt hat, bleibt euch überlassen, die Meinung. Ah, das ist ein Fake, ein Reverse, boah, Reverse noch was. Ja, der tötet mich hier. Ein Reverse noch irgendwas. Seht mal hier, der tötet mich hier einfach. Flatz. Ja, gut, ihm sind die Füße weggebrochen. So instabil ist der. Nein, da ist doch gar keiner. Kevin Prince Boateng, komm hinterher, hol dir das Ding. Schmieriger Komödiant. Warum fällt mir gerade dieses Wort jetzt ein? Das hat gar keinen Sinn. Die spielen sich sogar den Ball zu, ich glaub's nicht. Das ist revolutionär. Abate. El Shaarawy. Was soll ich machen? Ich würde mal gern diesen Trick hier probieren. Da ist er doch. So, jetzt habe ich genug Tricks gemacht, glaube ich mal. Erstmal fürs Erste jetzt. Die Halbzeit ist ja schon fast wieder rum. Na gut, nicht fast wieder rum, aber immerhin schon 23 Minuten. Das geht hier alles viel zu schnell mit den 3 Minuten. Den Demo-Expander habe ich schon ausprobiert. Funktioniert bei mir irgendwie nicht. Also entweder mache ich was falsch oder funktioniert einfach nicht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall funktioniert er nicht. Das ist das, was zählt. Nein! Oh, Lewandowski. Schöner Schuss, 28. Minute, 1:0 für Borussia Dortmund. Schade eigentlich, das hätte nicht passieren dürfen. Auf Pato, ah ne, da ist Subotic im Weg. Oder war es Hummels, ich habe es jetzt gerade nicht gesehen. Die sehen ja beide hier im Spiel gleich aus.
oder fast gleich ähnlich eben. Oh, langer Ball auf El Shaarawy. Oh, Subotic kommt ran. Oh, El Shaarawy, El Shaarawy, El Shaarawy. Das gibt's doch nicht. Jetzt Pato. Nein. Oh, der wollte einen Fallrückzieher machen, oder was? Geh ab, Antonini. Antonini. Auf Robinho. Robinho passt aber. Kommt aber nicht ran oder rum. Gündogan. Reus. Ah, meine Nase juckt. Boateng. Abate. Abate. Auf Pato. Oh, Pato, das gibt's doch jetzt ehrlich gesagt gar nicht, oder? Meine Nase juckt. Warum nuckt meine Nase? Nuckt mal. Boah. Warum nuckt. Nein, juckt meine Nase so. Oleg, 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 Oleg. Super Tor von Marco Reus. 45. Spielminute. Man erkennt ihn auch endlich mal. Nicht so wie bei FIFA 12. Da war er irgendwie ein bisschen unförmig. Mann, Mann, Mann. Was war das da denn bitte? Oh, die können aber auch gar keine Pässe spielen bei FIFA 13. Das da geht mir jetzt gerade schon auf den Keks. Also das, was ich bis jetzt von FIFA 13 gesehen habe, macht mich nicht im geringsten glücklich. Sagen wir es mal so. Bei FIFA 13, da ist einfach... Da passt man gut, die Pässe kommen an und die verspringen nicht so übel. Das ist vollkommen übertrieben, wie die verspringen. Das ist nicht mehr normal. Also in echt verspringen die Bälle ja auch nicht die ganze Zeit. Ich meine, die kommen mal irgendwie anders an, ja, aber die verspringen doch nicht die ganze Zeit. Oh, faul, Freistoß. Endlich mal eine gute Position. Sebastian Kehl hat uns gefault. Mal schauen, wie die Freistöße... Was will denn der jetzt? Taktische Freistöße. Auflegen per Pass. Ne, ich mache lieber direkt. Oh, der war... Oh, wie schlecht war der denn bitte? Auch das verwirrt mich jetzt. Ja, das gibt's doch nicht. Ich wäre durch gewesen. Ah, Sebastian Kehl. Ich hätte gern noch so einen Freistoß. Nein! Hol dir das Ding! Nein! Nein! Oh, die haut noch daneben. Auch nicht schlecht. Ja, Reus geht raus und Götze kommt in die Partie. 60. Spielminute. Das ist noch gar nicht so lang, noch gar nicht so spät. Ja, oh Gott, irgendwas stimmt mit dieser Folge nicht. Ich bin total verpeilt. Das ist nicht normal. Das ist gar nicht normal. Boah, warum holt ihm immer noch den Ball ab? Ja, es geht hier noch dieser Großkotz raus. Sorry, aber ich habe was gegen Großkreuz. Tut mir leid. Da geh doch hin. Du siehst doch, dass der Ball frei ist. Meine Güte. Mann. Warum steht dieses Sebastian Kehl die ganze Zeit da oben? Nur weil der einmal eine gelbe Karte bekommen hat, kriegt er die nicht andauernd. Oh, das gibt's doch nicht. Perisic macht jetzt auch noch einen. Habe ich heute hier ein Schießbude oder was? Schießbudenstand, ey. Ich komme hier aber auch gar nicht durch. Ich hau jetzt voll Offensive rein. Sieh, wie die Bälle da verspringen. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nie im Leben so. Das ist ekelhaft. Wie willst du denn da später mal online spielen? Da verspringen die Bälle nur. Da kommt nie jemand an den Ball ran. Vollkommen übertrieben. Also ganz ehrlich, vollkommen übertrieben. Das ist eine Katastrophe, ist das. Das werden sie hoffentlich ganz schnell wieder etwas bessern. Dass es nicht ganz so schlimm wird.
Jetzt Emanuelsson über links außen. Da passt. Oh, ich drück den Pass nach oben zu Robinho und der setzt den einfach irgendwo ins Nichts. Mann, 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 Mann. Dann wechsel doch auch. Ich drück doch schon weg. Warum geht denn das nicht? Robinho. El-Sharawi. Oh, abgefälscht. Eckball. Wenigstens eine Chance hätte ich gern. Oder ein Tor. Robinho beim Eckball. Jetzt Acerbi. Oh, Schuss. El-Sharawi auch nicht. Das gibt's ja nicht. Jetzt pfeift er eh ab. Aber vorher lässt er die noch ein Tor schießen. Ja, macht er auch wirklich noch. Julian Schieber. Warum kommt denn der so weit raus? Oh, oh. Katastrophe. Das da war echt knapp. Und nochmal ein Eckball. Das wird jetzt bestimmt noch als 4:0. Vollkommen blamabel für mich. Nein. Jetzt pfeift er aber ab. Immer noch nicht. Ah, jetzt. Mann, das war ja blamabel. Egal. 3:0 verloren. Hoffentlich wird das bei FIFA 12 wieder besser. Sebastian Kehl steht immer noch da oben. Was soll das? Na egal, dann danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen bei meiner Reihe der FIFA 13 Demo Gameplay. Demo Gameplay ist. Und sag dann jetzt erstmal hier auf Wiedersehen. FIFA 12 mache ich jetzt erstmal noch fertig. Und dann, sobald FIFA 13 rauskommt, werdet ihr dann FIFA 13 sehen. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Würde mich über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Bis dann, euer Alex. Ciao.